Arnhem, Niederlande, 7.8.1987. Rekonstruktion. Het eerste wat ik me weet herinneren is. Das erste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich da unten auf dem Boden lag. Ich war etwa 4 Meter über mir und war geschockt. Das da unten bin ja ich. Da stand eine Frau. Und ein Mann in grauer Hose und blauer Jacke war dabei, mir den Helm vom Kopf zu ziehen. Dann kam ein Rettungswagen angefahren und da stiegen zwei Jungs aus, die ich in der Nacht schon gesehen hatte, in dem Krankenhaus, in dem ich arbeitete. Ich war morgens auf dem Weg zur Arbeit und ich kam als Erste zu der Unfallstelle. Da lag der Junge auf der Straße. Er hatte die Augen geschlossen und war bewusstlos. Da kam noch ein anderer Herr dazu, der hat ihm den Helm abgenommen. Ich habe ihm noch gesagt, lass den Helm sitzen, man weiß ja nicht, was mit dem Jungen los ist. Ich habe dann noch gewartet, bis die Ärzte und die Ambulanz kamen und dann bin ich weitergefahren. Präzise Wahrnehmungen an der Grenze des Todes, von einer Zeugin bestätigt. Ist das Gefühl, den Körper zu verlassen, ein Beweis für die Unabhängigkeit der Seele oder nur ein besonderer Zustand des Gehirns? Das Erlebnis zu schweben und auf den eigenen Körper herabzublicken ist nur ein Element auf dem Weg in die Landschaften der Seele. Viele Menschen berichten auch von dem Flug in ein klares Licht, von der Begegnung mit Verstorbenen und von plastischen Bildern jenseitiger Orte. Aber wie ist die Erfahrung zu erklären, dass sich Körper und Seele zu trennen scheinen? War Mick Brockhausen vielleicht nicht vollständig bewusstlos? Er könnte die Berührungen noch gespürt, könnte Dialoge verstanden haben, tief im Gehirn, unterhalb der Schwelle seines Bewusstseins. Und die Reste seines Ichs hätten dann aus der Bibliothek der Erinnerungen den Blick von oben rekonstruiert. Nicht sehr wahrscheinlich, denn Mick Brockhausen hatte zu diesem Zeitpunkt ein schweres Schädelhirntrauma. Monate verbrachte er später in Krankenhaus und Rehabilitation. Er stand wirklich an der Grenze des Todes. Und dennoch war seine Reise noch lange nicht zu Ende. Ich kam in einen Tunnel und am Ende des Tunnels war eine Art leuchtende Kugel. Da schwebte ich drauf zu. Und als ich durch die Kugel flog, waren da wunderbare Farben. Rosa, blau, gelb. Und ich sah einen Baum mit ganz besonderen Blüten. Dann kamen drei Gestalten auf mich zu. Das waren Verstorbene. Mein Opa, mein Schwiegervater und ein Freund. Die sagten, komm hierher, es ist sehr schön hier. Und sie gaben mir eine Art Führung durch wunderschöne Landschaften, in denen sehr tiefe Ruhe herrschte. Schließlich kamen wir an einen Bach. Die Lichtkugel war immer dabei. Am Bach bekam ich plötzlich wie in einem Blitz mein ganzes bisheriges Leben zu sehen, von meiner Geburt bis kurz vor dem Unfall. Dann ging ich durch die Lichtkugel und darin saß ein Baby. Ich wurde über den Bach geschoben mit der Mitteilung, du musst noch etwas zu Ende bringen.
Und es zog mich in eine Art Spirale und ich fühlte so etwas wie eine Explosion. Ich wachte auf mit großen Schmerzen und ich blickte in einen grünen Überwachungsmonitor. Krankenhaus Arnhem, ein Herz im Ultraschall. Nicht jeder Infarktpatient berichtet von einer Jenseitsreise. Sind physiologische Unterschiede der Grund? Der Kardiologe Willem van Lommel initiierte eine Studie. 2 Jahre lang wurden an 10 Kliniken die Daten aller 344 Herzinfarktpatienten gesammelt, die den klinischen Tod überlebten. Wir untersuchten, ob es bei den Menschen mit oder ohne Todesnäherlebnis einen medizinischen Unterschied gibt. Dauer des Herzstillstandes, Länge des Sauerstoffmangels, gegebene Medikamente. Wir konnten keinerlei Unterschiede finden, warum 18% der Überlebenden ein Todesnäherlebnis hatten und 82% nicht. Das bedeutet, es gibt keinen physiologischen Grund. Nach 2 und nach 8 Jahren wurden noch einmal Interviews mit den Menschen geführt. Wir stellten fest, dass die Menschen mit einem Todesnäherlebnis völlig die Angst vor dem Tod verlieren. Die Natur und die Aufmerksamkeit für ihre Mitmenschen sind für sie sehr wichtig. Sie verändern ihr Leben, im Gegensatz zu den anderen Patienten. Deutschland 1945. Kriegsgefangene am Rhein. Zehntausende hungern in den provisorischen Lagern der Alliierten. Ein junger Soldat macht eine Erfahrung, die sein Weltbild verändert. Nach monatelang Hungern in der Kriegsgefangenschaft, wenige Monate nach dem Krieg, lebten wir zuletzt in einer Baracke, dicht gedrängt. Diese Baracke hatte keine Bettstellen oder Matratzen. Wir lagen damals auf dem Boden wegen der hochgradigen Schwäche, die uns befielen. Ich hatte gerade die Vorstellung eines vollen Topfes mit einem süßen Brei und plötzlich brach diese Vorstellung ab, ohne dass ich es wollte. Und dann begann ein sehr schnelles Geschehen, dem ich nicht folgen konnte und auf einmal befand ich mich senkrecht über meinem Körper, etwa in der Höhe der Baracke und sah unter mir meinen eigenen Körper und die beiden neben ihm liegenden Nachbarn, die mir durch unsere Gespräche bekannt waren. Es schien mir völlig absurd nach meinem bisherigen, ich hatte eine rein naturalistische Weltanschauung ohne jeden Gottesglauben. Es schien mir so absurd zu sein, dass ich zuerst dachte, na irgendwie spinnst du jetzt, du hast wahrscheinlich durch den Hunger jetzt Fantasien. Also das schien mir völlig absurd zu sein. Bloß, das dauerte einige Zeit und es ist ja immer wieder konstant, mein Körper und die beiden Nachbarn, ich wiedererkannte und damit hatte ich die Gewissheit, dass ich mich wirklich auch gegen meine Überzeugung eben außerhalb meines Körpers im Luftraum der Baracke befand, ich sogar dabei weiterlebte, bewusst lebte und mich dabei sogar recht vital und kräftig fühlte. Ganz im Gegensatz zu der Situation, die mich unheimlich und bedrohlich anmutete, weil ich nicht wusste, was daraus werden sollte. Wäre ich im nächsten Augenblick vernichtet, vergehen in diesem Zustand oder was wird aus mir? Dieser anfänglich ruhende Zustand dauerte nur sehr kurz und nach einer sehr plötzlichen bogenförmigen Ortsbewegung, die ich sehr gut wahrnehmen konnte, gelangte ich in die Nähe der Eingangstür. Im oberen Teil der Baracke in einer Ecke und da sah ich ein sehr schwach leuchtendes Licht, das aber auch sehr schnell verschwand. Im ersten Augenblick dachte ich wieder, vielleicht ist das eine Halluzination, eine Sehstörung. Es gab ja in der Baracke keine elektrischen Installationen und es war auch tagsüber recht dunkel durch die kleinen Fenster. Und indem ich das dachte, spürte ich plötzlich ein Wohlwollen, das mich umgab und sodass ich wirklich die Gegenwart einer nicht sichtbaren Person spürte, die mir Wohlwollen entgegenbrachte und zu der es zu einer sehr eigenartigen, in unmittelbaren Kommunikation kam, die ich nicht sprachlich ausdrücken musste. Zunächst erhielt ich die Mitteilung, dass ich wieder in mein menschliches Leben zurückkehren muss, obwohl ich an meiner Todesgrenze stehe, da ich noch meine Lebensaufgabe zu erfüllen habe.